Sticken ist eine der ältesten Dekortechniken. Um Dingen eine besondere Bedeutung zu verleihen, wird sie schon vor Jahrhunderten auf der ganzen Welt ausgeübt. Eine Ausstellung der Trachtenberatung des Bezirks im Bauernmuseum Bamberger Land in Frensdorf präsentiert jetzt ausgewählte Stickereien aus fränkischen Museen und privaten Sammlungen vom 18. Jahrhundert bis heute. Man hat gestickt, um anderen Menschen etwas zu schenken. Es wurde zu Hochzeiten gestickt, also als Hochzeitsgeschenk. Es gab gestickte Patengeschenke. Und die Produkte des Stickens waren nachher so die Begleiter durchs ganze Leben. Es entwickelt sich ein enormer Wirtschaftszweig. Um 1800 stellen in der Schweiz und am Oberrhein etwa 40.000 Frauen, Männer und Kinder feinste Stickereien für den Export innerhalb Europas und nach Übersee her. Und auch in Oberfranken gibt es ein bedeutendes Zentrum der Textilherstellung. Im Frankenwald und im angrenzenden Hoferland üben vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs rund 10.000 Frauen im Auftrag von Verlegern und Händlern die Weißstickerei aus. Eine besondere Modeerscheinung kommt im 19. Jahrhundert auch um solche bestickten Spruchtücher auf und wird von der Industrie aufgegriffen. Es gab dann fertige Sticksets, die bestanden aus dem Stickgrund, der schon vorgedruckt war, und dem Garn oft auch dazu. Und das war jetzt weniger eine kreative Arbeit, sondern es war eine Modeerscheinung und man hat sich eben einen Spruch ausgewählt, der einem gut gefallen hat. Von der Industriegeschichte geht es ins Hier und Jetzt. 8 Frauen zeigen, wie sie das Sticken für kreative Zwecke einsetzen. Zu ihnen gehört Heidrun Schimmel aus Bamberg. Ich spanne den Stoff, wie schon die Griechen gemacht haben, in einen Rahmen, damit er fest ist. Und fang dann an, bei dieser Arbeit einfach wild kreuz und quer den weißen Baumwollfaden drauf zu heften. Das ist die sogenannte rechte Seite, auf der Faden liegt. Und ich habe das in so vielen Schichten übereinander geheftet, kreuz und quer, ganz wild, so lange, wie ich noch mit der Nadel durchkomme und bis der Faden reißt. Einen anderen Ansatz verfolgt Michaela Schwarzmann aus Eggolsheim. Sie erschafft solche Kunstwerke mit der Nähmaschine. Und bei mir ersetzt die Nähmaschine die Zeichnung. Und die Nähmaschine hat natürlich auch den Vorteil, dass sie beide Seiten bearbeitet. Deswegen hängt auch die Arbeit hier im Raum, weil sie ja auch von beiden Seiten bearbeitet ist. Ich kann dann auch mit dem Faden spielen. Ob weniger kreativ in Massenproduktion oder sehr individuell bei dem Besticken von etwa eigenen Kirchweihschürzen, der Titel der Ausstellung Nur zur Zierde ist bewusst mit einem Fragezeichen versehen. Die Kunstausstellung läuft noch bis zum 24. Juli, die historische Ausstellung gar bis zum 1. November.